Willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und guckt euch den Boss an. Der Boss ist schon wieder heftig am Chillen. Ja! Ist ja gut und mir ging so schlecht die Nacht. Ich bin irgendwann aufgestanden und habe gebrochen und da kam einfach so die Galle raus, als wäre es nichts. Ich weiß nicht warum. Erkältet bin ich auch, die Nase tut weh, der Kopf tut weh, der Adi tut auch weh. Er sieht schon wieder Gespenster, keine Ahnung. Also bleibt gesund, wir öffnen das nächste Türchen. Da hat man mal kein Blut im Stuhl. Fliegt halt die Galle weg, so muss das sein. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt als nächstes den Adventskalender vom Adi und ihr seht, es sind nur noch zwei Türchen da, die 24 und die 23. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir machen nämlich jetzt die 23 auf. Wir machen das wieder komplett weg. Das sind Fische, aber nicht irgendwelche Fische, sondern so ganz kleine Knusperfische. Also nicht die hässlichen, die keiner mag. Es sind die anderen, die hübschen und die heißen Pibbles Fisch wahrscheinlich, obwohl das komplett anders aussieht. Ich habe keine Ahnung, was sie damit machen. Guck mal, wieder, der dreht gleich durch. Ja, ist doch gut. Hier, nimm. Na ja, los. Doch ist das schön, wenn man so die ganze Backe in der Hand hat und das so wuschelig ist. Das fühlt sich auf jeden Fall schön an. Und schön, dass auch die Hand da abgestützt ist. Und hier dann noch ein Fuß, ne? Hat eure Katze auch einen Fuß? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder ob ihr überhaupt eine Katze habt. Das war's erstmal. Adi, das war's. Das war's. Das war's. So, wir stellen euch wieder ab und müssen das 23. Bierchen öffnen und trinken und keine Ahnung. Du kannst theoretisch jetzt wieder gehen. Für dich gibt es hier eh nichts mehr zu holen. Ist immer der gleiche Ablauf. Ich glaube, der hat das wirklich so verinnerlicht, oder? Wir öffnen jetzt die 23. Da dachte ich erst, da ist gar nichts drin, weil die Flasche einfach bis hinten hängt. Wir schieben es mal vor. Die ist dick und klein. Und wir haben ein BS als Deckel. BS. Wofür steht das? Dunkles Exportbier gebraut aus dunkel geröstetem Malz, feinem Hopfen und Brauwasser. Okay. 5,2 und es ist ein Schnitzelbaumer. Hä? Schnitzelbaumer. Schnitzelbaumer Export Dunkel, Brauereifamilie, Frauendörfer. Hausgebrautes Bier aus der Bierstadt Traunstein. Kommt ihr auch aus Traunstein? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, wie findet ihr den Namen Schnitzelbaumer? Ein Baum voll mit Schnitzeln. Klingt auf jeden Fall interessant. Etikett sieht eigentlich ganz cool aus. Ist eher schlicht, aber trotzdem diese Aufteilung davon. Dieser dicke, breite Bauch mit dieser Schürze hier unten drunter, diesen, was machen die da, Bierbrauen im Hintergrund, keine Ahnung, dieses Logo hier oben, diese dunkle Schrift, leicht schattiert, also ist okay, ist immer noch nicht jugendlich spritzig, trotzdem bin ich heute mal großzügig eben, weil Schnitzelbaumer, das würde mich ansprechen, das Etikett schon alleine vom Namen, gebe ich auch einfach mal 4 von 5 Punkten. Ja, wir haben immer noch keine 5. Und das heißt, wir machen es auf. Wir holen uns unser Bier-Tasting-Glas. Wir werden das auch probieren, ob es nach Schnitzel schmeckt oder nicht. Bin ich jetzt mal gespannt. Ach, Mann. Ja, Adi, komm angerannt und guck mal, wo es hin ist. Da ist auf jeden Fall kein Bums dahinter. Wir schenken das jetzt ein. Das gute Schnitzelbaumer. Das hat auf jeden Fall eine heftige Farbe. Aber es ist ja auch ein dunkles. Das ist schön kräftig dunkel. Sieht eigentlich richtig malzig aus. Bin mal gespannt, ob es auch so schmeckt. Letztes Jahr haben sowieso, glaube ich, die Bockbiere immer besser abgeschnitten und bessere Noten bekommen.
als die anderen, die normalen. Ich zeige euch das jetzt nochmal hier. Zack. Sieht das nicht genial aus? Sieht aus wie eine Schwipschwab, Mezzomix, wie auch immer. Muss man alle Namen nennen, dass alle einen verklagen. Farbe gebe ich auf jeden Fall 5 von 5 Punkten. Dunkel, aber es perlt schön. Innenrum, Schaum ist auch da. Schaum, riech mal jetzt mal dran. Riecht etwas säuerlich und muffig. Aber nicht wirklich unangenehm. Das heißt, 5 Punkte wären es auf jeden Fall nicht. 4 auch nicht. Dafür ist es zu eigen. Ich würde das Mittelmaß geben. 3 von 5 für den für den Geruch. Jetzt bildet sich hier schon wieder extra oben so eine Krone. Die müssen wir wieder absaugen und dann natürlich das Bier probieren, um zu gucken, wie es schmeckt. Ich habe gedacht diesmal, ich habe wirklich zu wenig eingeschenkt. Da hätte noch mehr reingepasst. Aber das zeigt mir gerade, dass es schon wieder zu viel ist. So, nachdem der Schaum weg ist, der extrem bitter ist, einfach nur, probieren wir jetzt einfach mal das gute Schnitzelbaumer, beziehungsweise das gute Export-Dunkel, ja, von Schnitzelbaumer. Gut, der Schaum ist auf jeden Fall herber als der Geschmack des Bieres an sich. Wie gesagt, ich bin kein Experte. Was ich rede, ist sowieso eigentlich für die Tonne. Ich finde, man kann es trinken. Es ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit. Andere dunkle fand ich trotzdem irgendwie interessanter. Es ist nicht schlecht, es ist nicht gut. Das wird wahrscheinlich auch wieder Mittelmaß sein, auch wieder 3 Punkte, denke ich mal. Ich probiere nochmal. Irgendwie ist es genau andersrum wie bei anderen. Bei anderen trinkst du und merkst nichts und beim Absetzen kommt voll die Wolke hinterher. Hier hast du beim Trinken einen richtig starken Geschmack, wo du denkst, oh mein Gott, was trinke ich da gerade? Und dann setzt du ab und dann geht das nach hinten raus, hat einen leichten Abgang. Also eigentlich ist das ja schön, wenn man absetzt und es dann abklingt und nicht beim Absetzen man Angst haben muss, dass sonst was hinterherkommt. Also von daher ist das eigentlich ganz cool, aber dieser extreme Geschmack beim Trinken direkt kann vielleicht für viele zu viel sein, ne? Sind sie zu stark, bist du zu schwach? Die Schnitzelbaumer, wer kennt sie nicht, ne? Ich würde sagen, wir trinken das jetzt noch aus. Ich bleibe bei meinen 3 Punkten trotzdem. Es hat was Gutes, es hat was Schlechtes. Es ist nicht ganz mies, es ist nicht ganz top. Deswegen gutes Mittelmaß. Farbe hat überzeugt. Mir gefällt sowas Dunkles einfach immer, wenn ich das sehe. Wenn das noch so klar ist, klar und dunkel, richtig kräftig, richtig brutal. Und ja, würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Morgen ist der 24. Morgen ist das letzte Türchen. Da müssen wir Adi eine Weihnachtsmütze aufsetzen, wenn wir eine finden. Oder wir müssen eine reineditieren. Ach, ich habe keine Ahnung, der bringt mich wieder um. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns morgen das allerletzte Mal. Dann war es das auch von diesem Jahr. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Schnitzel.